so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi, ich bin Tierschützerin, ich bin Autorin, ich begleite Mensch und Tier einfach zurück auf den Weg zu sich selbst und dann in die Freiheit. Und heute habe ich jemanden im Podcast-Interview, der dieser Mensch tatsächlich für Kühe ist. Und es ist Jor Berge. Und Jor ist somit mein Lieblings-Instagram-Account, weil er einfach so süße, so herzerwärmende Videos und Fotos rund um sein Zusammenleben mit Kühen, aber auch eben anderen Tieren postet. Und jedes Mal, wenn ich seine Videos und seine Bilder sehe, geht mir einfach das Herz auf. Und ich gehe zu Marc und denke mir, oh, ich hätte auch gerne eine Kuh im Garten, weil es einfach so schön ist und so einen neuen Blick auf die Tiere bringt, die manche Menschen eben leider immer noch als sogenannte Nutztiere sehen. Und deswegen für alle, die Jor nicht kennen, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Lasst euch da wirklich das Herz jeden Tag von wunderschönen Bildern öffnen. Und ich spreche in der Podcast-Folge einfach mit ihm darüber, wie er überhaupt dazu kam, einfach mit Kühen zu arbeiten, wie sein Leben heute aussieht, was auch so sein Lebensweg war, wo seine Passion begonnen hat und was er wirklich jedem mit auf den Weg geben kann, der sich vielleicht auch für Tiere stark machen möchte. Und es ist ein absolut inspirierendes, herzerwärmendes Gespräch über Liebe, darüber, dass jeder die Welt verändern kann und darüber, warum wir alle einfach öfter mal Kühe bestaunen sollten. Schön, wir sind live und heute bin ich sogar very special live, denn ich bin nicht alleine, sondern heute schläft der kleine Bodi mit uns im Live und wenn wir Glück haben, schläft er auch das Live durch. Ansonsten steht aber auch Fläschchen, Windel, alles bereit liegen, sodass man als Working Affen Mom auf jeden Fall vorbereitet für dieses Live ist, denn es ist das Live, was ich glaube ich bisher am allercoolsten finde. Es ist das Live, wo ich mich bisher am meisten drauf freue. Denn ich werde heute mit einem Menschen live gehen, der mich selbst sehr, sehr, sehr inspiriert und sehr, sehr berührt und dessen Videos ich absolut absuchte. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon und das ist Jor Berge. Und ich werde Jor jetzt auch direkt ins Live holen und ihm heute ganz, ganz viele Fragen über sein, wie überhaupt dazu gekommen ist, das zu machen, was er macht. Denn er setzt sich für Kühe und andere von uns Menschen häufig gezeichnete Nutztiere ein. Und da ist er auch schon mit Tüchern. Ich habe sie auch dabei. So schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Und vor allem vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich freue mich ehrlich gesagt riesig. Ich bin voll der Fan von dir und deinen Kühen. Hat aber auf jeden Fall voll den schönen Fangirl-Moment jetzt hier mit dir sitzen zu dürfen und einfach ein ganz inspirierendes Gespräch zu führen über Tierschutz, über das, was wir auch von Tieren lernen können. Und ja, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Joa. Bin eigentlich von Hauptberuf bin ich ITler, also Teamleiter in einer Softwarefirma und ja, bin jetzt hier aber auf der Kuhweide, ein total unterschätzter Ort tatsächlich und ja, eigentlich bin ich zurück auf der Kuhweide, weil das ist was, was ich aus der Kindheit mitbringe und vor ungefähr 3 Jahren ja, habe ich meinen immer da seienden Traum ja, umgesetzt und habe mich zurück auf die Kuhweide gemacht mit eigenen Kühen. Und daraus ist eine ganz, ganz tolle Reise entstanden, also Zwischenzeit. Mega geil, ich feiere es total ab. Ich kenne deinen Weg auch. Für die, die deinen Weg nicht so genau kennen wie ich und nicht so viele Interviews von dir gehört haben, wie kam es dazu, dass du zurück auf die Kuhweide gefunden hast? Also wie kam es wirklich für dich dazu, dass du gesagt hast, ich muss dahin zurück? Ja, also eigentlich, wie ich schon anfangs gesagt habe, eigentlich war das immer klar. Ne? Also irgendwie habe ich das aus meiner Kindheit mitgebracht. Also ich bin auf einem kleinen, super 300-Einwohner-Seelendorf aufgewachsen, wo es mehr Tiere gab wie Menschen tatsächlich. Und das war so das kleine Paradies von dem kleinen Joa. Ne? Und irgendwie, ich erinnere das, die Kindheit als eine super, super schöne Zeit, als eine wirklich glückliche Kindheit. Und die habe ich vor allem
Ja, auf den Bauernhöfen und mit Tieren verbracht und ganz speziell mit Kühen. Und von solange ich denken kann, irgendwie die Leute fragen auch immer, wann hat die Verbindung zu Kühen angefangen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die war schon da, als ich geboren wurde irgendwie. Und ja, da war eine spezielle Kuh oder ein Kalb damals, die Rexi, die so mein Pflegekalb damals sein durfte. Und ja, mit der habe ich dann wirklich viele Jahre als beste Freunde zusammen verbracht. Und ich glaube, die Zeit hat mich so sehr geprägt, dass mich das einfach nie wieder losgelassen hat. Und obwohl dann irgendwie ganz viele, viele Jahre, also über 20 Jahre urbane Auszeit kamen, wirklich so völlig andere Welt, in den Metropolen sonst wo unterwegs, war das immer da. Also ja, diese Verbindung zu Kühen und daher auch der Traum, irgendwann eine eigene Kuh wieder zu haben. Das war alles, was ich hatte, was ich immer wusste, dass es irgendwann passieren wird, wenn ich mal groß bin, so ungefähr. Ne? Und ja, und dann war es irgendwann, kam der Tag, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich den Weg. Ja, und bei dir hat alles mit einer Powerbank angefangen, weil es richtig witzig Ja, genau. war. Wie kamst du diese PowerPoint zu machen? Was steckt für dich dahinter? Was ist auch heute aus dieser PowerPoint-Präsentation geworden? Ja, diese PowerPoint, das ist echt total krass. Die ist jetzt viel, also den Wert dieser PowerPoint, den kann ich jetzt heute viel, viel stärker einschätzen wie damals, ne? Also damals war mir das gar nicht bewusst, was das für eine enorme Wirkung hat tatsächlich. Also ich habe damals vor, ja, gut 3 Jahren, also oder ziemlich genau vor 3 Jahren, ich glaube im April 2019 war das, saß ich an der Côte d'Azur und ja, bin da eigentlich ausgewandert und ja, war so ein bisschen auf dem Höhepunkt meiner urbanen Auszeit, sage ich mal. Ne? Und hatte alles, was man sich vielleicht im Außen oder was sich viele erträumen lassen könnten. Und trotzdem war da einfach auch eine gewisse Leere oder eine Suche da irgendwie. Ne? Und dieses Auswandern und Zurücksetzen, dieser Reset, der ja dann auch automatisch mitkommt, ne? Wenn man den Ort komplett wechselt und eigentlich von vorne anfangen muss, ich glaube, den haben die Kühe tatsächlich genutzt, so ein bisschen, um sich wieder in den Vordergrund zu drängen. Ne? Und ja, und ich habe tatsächlich angefangen, das Ganze zuzulassen und dann irgendwie, damit ich irgendwas damit tun kann, mit diesen ganzen Gedanken, habe ich angefangen, das zu visualisieren. Und für mich als ITler ist natürlich da so die Wahl der Mittel PowerPoint. Und ich habe dann wirklich angefangen und habe das sehr, sehr visuell ausgemalt. Ne? Habe einfach alles, was mir so wichtig war oder was ich dachte, was für mein zukünftiges Leben irgendwie mit Kühen, so das war so die Ausgangslage, was da wichtig sein könnte. Habe ich einfach Symbole gesucht dafür und habe das dann irgendwie so zusammengesteckt irgendwie und nannte das Ganze Plan B Kuhkuscheln. Das war so, So geil. das war so der Ausgangspunkt. Ich wusste ja sonst überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ich wusste zwei Sachen. Ich wusste, ich wollte Kühe und Kuhkuscheln ist also was man mit Kühen machen kann und was einfach was ganz Tolles ist, eine ganz tolle Wirkung hat und dass es da tatsächlich auch Leute gibt, die das wirklich anbieten auch, ne, die das erkannt haben. Und das war so der Ausgangspunkt, und ich wusste, der Rest wird sich irgendwie, das ist übrigens Luise. gehört und der Timing. Bitte nochmal? Die hat Kuhkuscheln Ach so, gehört. ja, genau, Kuckuschen, ja. Zeit. Oh, genau. Ja, und dann habe ich da angefangen, das wirklich auszumalen. Also wirklich so die Dinge zusammenzufassen oder wirklich ganz einfach runterzubrechen, die relevant sind, ne, die auch in 20 Jahren für mich noch relevant sein sollten oder wo ich wusste, die sind in 20 Jahren relevant. Und da fällt natürlich ganz viel weg. Ne? Und das ist irgendwie so krass, dass wenn ich jetzt die PowerPoint mir anschaue oder in Erinnerung rufe, da waren natürlich nicht nur Kühe drin, da waren dann auch Hühner drin, da waren viel mehr Kühe wie nur eine, wie ich am Anfang irgendwie gesagt habe. Und da waren dann Ziegen drin, Schweine und alles so, einfach so diese Symbole damals um mich herum und so mit der Überschrift einfach eine Community aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Das war so die Zusammenfassung des Ganzen. Und das Krasse ist, dass wenn ich jetzt heute irgendwie mich umschaue, also nicht nur umschaue, ich drehe es auch kurz mal meine Kamera, vielleicht. Ja, So, aber. da liegen sie alle. Und jetzt bin ich auf der Sommerweide, aber zu Hause warten eben noch ganz viele andere Tiere,
Wenn ich mich dort auf den Boden setze, dann kommen Puten, dann kommen Hühner, dann kommen die Schweine, dann kommen die Ziegen. Und es kommen ganz viele nette Menschen oder liebe Menschen, die das Ganze so bereichern. Ne? Und ja, das heißt, ich bin mitten in der Community, die sich gegenseitig gut tun, aus Menschen und Tieren. Ja? Und da zähle ich jetzt zum Beispiel auch die sozialen Medien dazu, auch dass wir heute sprechen zusammen zum Beispiel. Das gehört für mich auch zu dieser Community einfach. Ne? Also es ist einfach, ja, das Umfeld ist enorm. Ja? Und das ist weit über die Ortsgrenzen und Spezies hinaus. Das ist einfach was ganz Wundervolles, was da so passiert. Mega geil. Bin schon echt. Weißt du, kannst du beschreiben, was insbesondere Kühe für ein Gefühl hier auslösen? Oder kannst du versuchen, es zu beschreiben? Ja, das ist tatsächlich total schwierig, ne? Also es ist diese also ich sehe die Kühe als meine ja, spirituellen Begleiter des Weges total, ne? Und ich finde auch also die ganze Kommunikation und so weiter ist, glaube ich, in vielen Teilen einfach sehr feinstofflich und so weiter. Und deshalb kann man immer nur versuchen, dafür Worte zu finden, ne? Das ist einfach, ich finde es total schwierig. Und ich glaube, das ist aber auch eben gerade das Besondere an der Verbindung. Wahrscheinlich kann man das mit ganz vielen Tieren auch haben oder hat man mit vielen Tieren diese ganz andere Art der Kommunikation. Ne? Also das ist gar nicht über Worte, Handlungen, Erwartungen und was auch immer. Man ist so geprägt, ne, von der menschlichen Kommunikation. Ne? Und die Kommunikation mit den Tieren ist einfach eine ganz andere. Ne? Also die zeigen ihre Gefühle, statt darüber zu sprechen. Ne? Die leben immer im Hier und Jetzt. Ne? Das heißt, die sind immer präsent, die sind immer verbindlich. Wenn sie dich angucken, dann sind auch nicht ihre Gedanken irgendwo ganz anders oder so. Ne? Und ich glaube, das Besondere Gefühl bei Kühen und glaube ich auch schon von klein auf war dieses Urvertrauen einfach oder diese Ausstrahlen einfach, ne? Diese mächtigen Riesentiere eigentlich, aber die einem so eine Geborgenheit vermitteln, ne? Dass alles gut ist, ne? Die sind in der Regel überhaupt nicht hektisch und so weiter, sondern sind total ruhig, strahlen extreme Ruhe aus, so wirklich die Schulter zum Anlehnen, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Ne? So als Kind schon habe ich so das Bild vor mir, dass der kleine achtjährige Joa irgendwie an der riesen Kuh lehnt und die nicht angehalten, nicht angebunden ist und einfach ein mega Vertrauen herrscht. Ja? Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was mir damals schon auch als Kind, vielleicht in einer trubeligen Familie, also ich habe sehr, sehr viele Geschwister zum Beispiel oder so, da war natürlich immer super viel los und heute ist es vielleicht das Leben an sich, was einfach natürlich auch immer sehr trubelig ist und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, so ein Ruhepol, so ein Rückzugsort, wie zum Beispiel hier die Weide. Ne? Ich sage immer wieder, die Weide ist so ein unterschätzter Ort. Das ist so ein besonderer Ort für mich, jetzt egal auf welcher Weide man ist, einfach die Kuhweide an sich, ne, ist einfach, gibt mir eine extreme ja, Ruhe einfach in meinem Leben. Mega schön. Ich kann das so gut nachvollziehen, auch als du gesagt hast, dass man anders kommuniziert. Mit Affen, wir lausen uns ja gegenseitig und man braucht nicht vollste Vertrauen. Und wenn ein Affe meinen Arm hochheben will, dann geht das nur so und man hält ihn um. Und wenn ich einen Affe unterm Arm lausen möchte, dann die sind voll entspannt, die sind im hundertprozentigen Vertrauen einfach und in einer hundertprozentigen Verbindung und so präsent. Und ich finde, wenn die so präsent mit uns sind, dann fällt mir das auch immer so einfach, wieder präsent mit mir zu werden. Deswegen hast du Absolut. das so schön auch zusammengefasst und es ist auch dieses grenzenlose Vertrauen, wenn du halt anfängst, dich wirklich Tiere einzulassen. Es ist ganz egal, welches Tier du kannst, halt einfach, wenn du anfängst, den Tieren zu vertrauen, auch präsent zu werden, die Tiere zu verstehen, dann können so intensive Verbindungen entstehen und wir Menschen unterschätzen es vollkommen. Wir denken immer, Total. wie intensiv Wort, Geschenke und andere Dinge, aber es ist einfach nur dieses aktiv Zeit miteinander verbringen, Dasein und Raum schenken. Und ja, bei den Tieren kann man ja auch sein, wie man ist. Man denkt Ja, ja nicht, dass, total. was sagt die Kuh denn jetzt über mein Outfit? Oder würde es die Kuh heute stören, wenn ich so und so aussehe? Man macht sich gar keine Gedanken, man ist, wie man ist präsent. Und deswegen auch so angebunden mit sich selbst oder verbunden eher, aber auch mit den Tieren. Das ist so, 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 so schön. Ja. Und ich glaube, oder was ich mich manchmal, was ich sehr besonders auch an dir finde, ist,
Du hast es ja, du versuchst ja oder du bringst Tiere in die Herzen von Menschen, wo manche Tiere sagen, es wären Nutztiere. Diese Klassifizierung ist sowieso schon mal rein Menschen gemacht und bezeichnet ja eigentlich, wie der Mensch irgendwann mal dachte, was für ein Zweck Tiere haben, wobei Tiere für mich immer einen Selbstzweck haben. Also die haben keinen Fremdzweck, nicht für irgendeinen Menschen, sondern sie haben genauso einen Selbstzweck wie wir Menschen. Hattest du so am Anfang so ein bisschen Angst, für deinen Weg loszugehen? Und was würdest du dir vielleicht wünschen, was Menschen auch anfangen, in Kühen und auch anderen Tieren, für die du dich einsetzt, zu erkennen? Weil leider gibt es ja Menschen, die Lebensmittel, Nahrungsmittel da drin sehen. Was würdest du dir wünschen, was Menschen anfangen, in diesen Tieren auch zu erkennen? Ja, ich denke, die Tiere selbst oder mit den Tieren, die haben so viel bei mir selbst verändert, ne? Also jetzt also nicht nur den Weg zu mir sozusagen, den ich durch die Verbindung zur Natur und den Tieren wieder, das war so der Schlüssel für mich selbst, aber auch natürlich meine gesamten Werte haben sich geändert, ja, in Bezug auf die sogenannten Nutztiere, ne? Also ich war vorher auch weder vegan noch vegetarisch, also vegetarisch war ich tatsächlich, glaube ich, zum Beispiel, war ich kurz vor den ersten Kühen schon. Aber das ganze Thema war gar nicht wirklich bewusst, obwohl ich eigentlich immer natürlich ein sehr tierlieber Mensch war, ne? Und das natürlich auch aus der Kindheit mitgebracht habe und so weiter, ganz klar, ne? Und aber trotzdem war das ansonsten nicht wirklich präsent, ne? Und ich glaube, so geht's den meisten Menschen, ne? Also dass wir einfach natürlich Mechanismen entwickeln, das auch entsprechend zu nicht zu sehr präsent werden zu lassen, ne? Um einfach auch klarzukommen in unseren Gewohnheiten und so weiter, ne? Und von klein auf einfach, ne? Und aber mit den Tieren zusammen hat sich bei mir da auf eine ganz natürliche Weise, auf eine sehr, sehr positive Weise ganz viel verändert, ne? Und der Blick auf die Tiere und den Stellenwert natürlich, ne? Und da hat sich für mich auf ganz, ja, ganz selbstverständliche Weise sozusagen natürlich kam das irgendwann nicht mehr in Frage, tierische Produkte zum Beispiel zu konsumieren oder andere Dinge, die man jetzt vielleicht mit Tieren macht oder wie man denen einfach auch eine, sag ich mal, ein wenig Recht auf eigene Meinung zum Beispiel einräumt zum Beispiel. So Themen. Das hat sich für mich auf eine ganz natürliche Weise verändert und das ist auch das, was ich teilen möchte. Ich möchte einfach diese wunderbaren Wesen dahinter, ne, die wirklich mit eigenen Emotionen, Gefühlen, Meinungen und so weiter, die ich jeden Tag erlebe. Und das möchte ich gerne einfach auf eine sehr positive Weise zeigen, weil ich glaube einfach, dass das am nachhaltigsten auch wirkt, ne? Also wenn man die wirklich sieht, was für besondere Tiere das sind. Oder ich sehe das zum Beispiel jetzt nicht mit den Kühen, da sind viele schon überrascht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Puten kuschel oder so, dann fallen die Leute wirklich vom Glauben ab, ne? Das sind Sachen, das haben die Leute einfach nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das möglich ist. Und das setzt, glaube ich, so aus Versehen, so auf eine ganz sonderbare Weise irgendwie was in Gang, was ganz schön ist einfach, ne? Und das sieht man an den Rückmeldungen, dass sie mir schreiben, dass sie ja da einfach umdenken oder vielleicht sogar ihr Verhalten umgestellt haben und so weiter. Und das ist so schön, dass dann zu erleben oder auch im persönlichen Umfeld. Da passiert so viel einfach mit den Tieren zusammen. Also die Weide hier ist ein Ritual geworden, nicht nur für mich, sondern auch für viele Freunde und so weiter, die sich hier treffen, auch ohne mich zum Teil tatsächlich. Hier dann einfach ihre Zeit verbringen. Und das ist einfach super, super schön, was das ausmacht, wenn man wirklich die Verbindung zu den Tieren zulässt. Ja, auf jeden Fall witzig. Kugelparty und du würdest nicht eingeladen. Ja, genau. Kann ja mal umdrehen, da könnt ihr ein bisschen Kühe gucken. Geil. Es reicht ja, wenn ihr mich hört. Aber ist beides gut. Also wir freuen uns, oder ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich auch sehr, Kühe zu sehen. Ich freue mich wie. Und eine Frage, die mich beschäftigt, oder eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist,
Du bist ja jemand, der mit ganz, ganz viel Liebe auch diesen Weg geht. Das heißt, wirklich Tiere in die Herzen der Menschen bringt. Und trotzdem, gerade weil ihr einen Lebenshof habt, bist du sicher auch immer wieder mit Leid konfrontiert. Das heißt, auch so mit Situationen, die dir auch vielleicht einfach wehtun. Wie schaffst du es, trotzdem so stark in der Liebe zu bleiben? Und wie gehst du vielleicht auch manchmal mit dem Leid um, was einem begegnet? Also, es ist ja total schön, dass es den Kühen bei euch so gut geht. Aber es ist ja noch ein ganz, ganz weiter Weg, bis es allen Kühen gut geht. Und wie gehst du ganz persönlich für dich damit um? Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf mich, dass es mir doch so gut gelingt, wobei das tatsächlich nicht immer einfacher ist, ne? Also da gibt es, glaube ich, auch kein Patentrezept, wo man sagen kann, dass man das einfach ausblenden kann. Wobei ich einfach versuche, da einen sehr, sehr bewussten Umgang auch mit für mich persönlich zu schaffen, ne? Ich weiß einfach, ich kann natürlich nicht die ganze Welt von heute auf morgen ändern, oder ich kann nicht alle Tiere retten, ne? Aber zum Beispiel steht auch auf unserer Homepage so ein bisschen das Zitat auch für unseren Verein. Also ich kann zwar nicht die ganze Welt verändern, aber für dieses eine Tier, was ich gerettet habe, hat sich die ganze Welt verändert. Und das ist das, was ich als zum einen als Trost natürlich nehme und einfach auch ganz viel Liebe rausziehe und natürlich repräsentativ oder stellvertretend für all die Tiere, die wir eben nicht retten können, einfach unsere Geschichten erzählen. Wir sind ja ein kleiner Lebenshof, ne? Wir haben 7 Kühe. Das ist natürlich nichts im Gegensatz zu den vielen, vielen Tieren, oder Rindern, die wir nicht retten können. Aber durch unsere Arbeit haben wir ganz viele Tiere entweder gerettet oder was verändert. Ja? Und das ist das, glaube ich, was ich mir immer wieder in Erinnerung rufe, um auch nicht in der Ohnmacht zu fallen, ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt quasi die ganzen ja, Schockvideos anschaue zum Beispiel, oder eben wirklich mich emotional zu sehr mit den Einzelschicksalen, die ich eben nicht verändern kann. Also auch zum Beispiel Tiere, die ich ablehnen muss, zum Beispiel. Ja? Also das passiert mir ja ständig, ne? Auch im Wohlwissen, dass es vielleicht für dieses Tier dann keine Chance gibt, zum Beispiel, ne? Aber wenn ich hier in eine Ohnmacht falle, dann kann ich eben keine Liebe schenken, dann kann ich eben kann ich nicht positive Vibes ja, in die Welt tragen. Und das blockiert mich und ganz viele andere. Und deshalb ist es mir so wichtig, da eben ja, den Blick einfach auf das, was ich verändern kann. Und einfach, das ist mein persönliches Umfeld, und das einfach so viel wie möglich in die Welt zu tragen und damit dann einfach ja, was zu verändern. Ja, geht mir aber auch so. Ich habe immer so mein inneres Statement, ein Leben ist ein Leben und auch nur mein Leben ist ein Leben. Und wie dankbar wäre ich dem Mensch, dem Tier, der mein Leben retten würde? Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass er denkt, es ist es wert, dieses eine Leben zu retten? Und ja, jedes Leben, was gerettet wird, jedes Leben, was verbessert wird, jede Kuh, jeder Affe, jedes Schwein, jedes Bläshuhn, jede Gans, was auch immer, hat nur ein Leben. Und dieses Leben ist es wert. Dieses Leben Absolut. ist wertvoll. Und es ist auch so der Punkt, der mir halt hilft, mich immer wieder auf die Leben zu fokussieren, die man retten kann, die man unterstützen kann, die man verbessert hat. Es ist halt dieser Blickwinkel, schaue ich dahin, wo ich nichts machen kann und fühle mich hilflos, oder schaue ich dahin, wo ich etwas tun kann und fühle mich wirksam. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, der einem dann auch so ein bisschen hilft, in der Liebe zu bleiben, auch wenn es manchmal richtig traurig und hart sein kann. Einfach ja auch, weil man so viel Liebe zurückbekommt. Also ich sehe es rum auf deinen Videos, aber ich erkenne das ja auch von mir. Diese Energie, die zurückkommt, die lässt einen dann auch wieder auftanken, auch vielleicht nach schwierigen Zeiten. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ja manchmal so Power Talks. Das heißt, dass man so Leuten ein bisschen Motivation und Mut machen kann. Und ich glaube, dass du ein Mensch bist, der vor allem durch seine Videos, aber auch durch seine Worte Menschen inspirieren kann, wirklich loszugehen. Und ich glaube, da draußen sind sehr viele Menschen, die denken, eigentlich würde ich mich ja gerne für Schildkröten einsetzen, aber bringt es wirklich was, wenn ich losgehe? Eigentlich würde ich ja gerne im Tierheim auf einem Lebenshof mithelfen, aber wird meine Hilfe wirklich gebraucht? Eigentlich möchte ich ja was machen, aber, aber. Und was würdest du diesen Menschen mit diesem riesengroßen Aber von dem Kopf mit auf den Weg geben?
Ja, ich kann nur sagen, einfach aus eigener Erfahrung, wir machen immer einen Unterschied. In allem, was wir tun, machen wir immer einen Unterschied. Und ich glaube, das unterschätzt man einfach so enorm, welchen Einfluss jeder Einzelne von uns hat. Und ich werde ganz oft gefragt, zum Beispiel, ja, ich möchte auch unbedingt sowas machen, wie du machst. Ich möchte auch einen Lebenshof haben mit vielen Tieren und möchte viele Tiere retten und so weiter. Aber das ist so wirkt unmöglich, das zu erreichen, sozusagen, ne? Und ich habe ja auch, ich hatte auch nichts, ich hatte kein Land, ich hatte keinen Hof, ich habe immer noch keinen eigenen Hof und hatte keine Tiere, ich hatte gar nichts, ne? Und hatte nur diesen Traum. Und das ist das, was ich hatte. Und ich kann nur sagen, fang klein an. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz, ganz tolle Nachricht von einer Followerin bekommen, die mich auch genau das Gleiche gefragt hat. Und habe ich dann gesagt, fang klein an, rette eine Katze, rette einen Vogel, was auch immer, und sprich darüber. Und du wirst Menschen kennenlernen auf deinem Weg, die das gut finden oder die das Gleiche wollen, die dich dabei unterstützen. Und du wirst inspiriert werden von anderen und so weiter. Und es wird sich ganz viel Tolles einfach ergeben. Und genau diese Frau hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, dass sie meinen Rat befolgt hat und einen Hund aus der Ukraine gerettet hat und jetzt super, super dankbar ist und irgendwie, ja, total, total schön. Ja. Und genau das kann ich einfach nur jedem empfehlen, dass es sich absolut lohnt, ja, zu träumen und die Träume wirklich anzugehen. Ja. Und auch ich werde weiter träumen, weil ich genau weiß, lohnt sich total, ja. Und es lohnt sich total, irgendwie auch groß zu denken und die Dinge zu manifestieren und ja, einfach loszugehen. Und auch wenn es noch weit weg ist, das wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Und ja, jeder kleine Schritt macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und ich merke das so oft und habe das so oft unterschätzt, die Wirkung einfach mit dem, was man tut. Und kann das nur ja allen nahelegen. Tu Gutes und sprich darüber. Das klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich, es macht einen Unterschied und es hilft anderen wieder. Ja, was sind deine Träume? Magst du sie teilen? Werden wir ein Buch von dir lesen? Bitte, bitte? Werden wir ein Buch von dir lesen? Gut möglich, ja. Ja, oder sehr wahrscheinlich, ja. Aber ja, ja, auch der Weg mit den Tieren ist natürlich nicht zu Ende. Ne? Das heißt, es gibt keinen Plan C, sage ich mal. Ne? Nach Plan B kuckuschen, es gibt hier keinen Plan C, sondern der Weg wird weitergehen. Ich werde, ja, oder habe darin also der Traum ist eigentlich zu einer Berufung geworden und ich möchte einfach mein Leben ja, da weiterleben mit den Tieren zusammen, möchte da einfach was ganz Besonderes auch vorleben, sage ich mal, stellvertretend für alle anderen Tiere. Und ja, sehe mich irgendwann mit 60 auf dem Schaukelstuhl und habe im besten Fall tatsächlich hier noch meine ersten Wegbegleiter, Dagi und Emma zum Beispiel, mit mir. Also die Kühe haben ja eine hohe Lebenserwartung von über 20 Jahren und im besten Fall gehen wir zusammen in die Rente. Und dahinter steht der eigene Hof, wenn wir über Träume sprechen zum Beispiel und so weiter. Und ja, das ist der Weg. Bin mir ziemlich sicher, dass das alles klappt. Sehr, 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 sehr sicher. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Gar keine Ich auch nicht, Zweifel. Das ist ja. so Ja. inspirierend, was du machst. Und das merkt man, das strahlt in die Welt und alles, was du rausstrahlst, wird zu dir zurückkommen. Also ich freue mich dann schon, wenn ich dich mal in der Rente besuchen komme. Vielleicht hoffentlich früher. Ich habe nicht geguckt, ihr Ja, ich seid wollte gar nicht so weit gerade. weg von meinem Standort in Deutschland. Ja, das ist Euer natürlich. Lebenshof. Dann schreibe ich Ja, dir das auf wird jeden Fall, kommen. wenn wir vorbeikommen, und Ja, sehr, sehr freue gerne. mich auf alles, wirklich. Und wie kann man dich unterstützen? Wie kann man die Kühe unterstützen? Wie kann man euren Hof unterstützen? Ja, Wo also findet man euch? genau, also weitersagen, ne? Also das ist das Allereinfachste, ne? Einfach erzählst den Menschen, ne? Macht Menschen darauf aufmerksam. Und das unterstützt uns schon so sehr, einfach weil es einfach so viel ändert in dem Bewusstsein der Menschen. Ja? Das ist so einfach, aber es hat einfach so einen riesen, riesen Impact. Ja? Und natürlich der Lebenshof an sich, das ist ein gemeinnütziger Verein, eine gemeinnützige Organisation und die lebt von Spenden.
Das heißt, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Formen, Patenschaften oder Einmalspenden oder was auch immer. Wir haben ganz tolle HelferInnen am Hof. Das macht natürlich nur Sinn, wenn du vor Ort bist, sage ich mal, und wirklich dann auch unter der Woche zum Beispiel tatkräftig unterstützen kannst. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das in die Welt zu tragen und uns zu unterstützen und Teil der Community zu werden. So geil. Richtig, richtig schön. Also eigentlich ja auch egal. Jeder kann ja unterstützen. Egal, ob man Klar. Zweiter sagt, egal, ob man sagt, ich habe finanzielle Mittel oder egal, ob man sagt, ich habe Zeit und wohne in der Nähe. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, nicht zu supporten, nicht dabei zu sein. Und wirklich jeder kann es machen. Allein, indem er drüber spricht, allein, indem er es teilt. Alleine, wie gesagt, indem er Menschen hilft, wie dir und mir das Bewusstsein zu verändern von Leuten für gewisse Tierarten, aber dann auch eben über die Art übergreifend einfach für die Natur und die Umwelt. Und ja, das ist sehr, 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 sehr schön. Es ist so inspirierend. Und hast du irgendwas, wo du so denkst, das fehlt, das möchte ich den Leuten mit auf den Weg geben. Ich würde auch den Leuten am Ende die Chance geben, vielleicht eine Frage persönlich an dich zu stellen, weil wenn ich ein Live mit dir sehen würde, dann würde ich mal hoffen, dass meine Frage gestellt wird. Deswegen gucke ich, was so in den Fragensticker kam. Und falls du bis dahin aber noch was auf dem Herzen hast, kannst du das sehr, 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 sehr gerne einmal teilen. Gerade kommt. Teile einfach mal die Kühe mit euch und würde einfach mal eine Das ist kurze das Runde über. Geilste. Genau, ich habe genug geredet, deshalb zeige ich euch einfach jetzt mal die Kühe. Das ist Luise, unser Nesthäkchen. So, ich gehe mal weiter hier. Das ist die Margot. Nein, Quatsch, Ja. die Lotte, jetzt bin ich schon total vor lauter Aufregung. Bringe ich jetzt schon die Ach Namen durcheinander. Gott. So, und dann kommt unsere Chefin hier hinten. Hallo, Oh, Dagi. die ist besonders süß. Oh, ist die zottelig. Ja, ich glaube, ich steht. So, das ist die Chefin. Die hebt jetzt das Bein, damit ich sie, so wie du deine Affen lausen musst, soll ich sie jetzt kratzen hier im Bauch. Ja. So ein bisschen Affe steckt da offensichtlich auch drin, gell, Dagi? Ja, die sieht auch so zottelig aus. So, dann gehen wir mal kurz hier weiter. Und hier den Mogli, der Hahn im Korb, der einzige Kerl. So, dann haben wir jetzt auch wirklich die Margot. Oh Gott, ich liebe Kühe. Dann haben wir jetzt gleich noch die Emma. Emma, guck mal. Sag mal hallo. Ja. So, und dann die letzte in der Runde, die Mara. Oh, wie süß. Ich habe eine Frage, die gar nicht so auf dich eingeht, aber die ich sehr, sehr spannend fand, weil ich sie so gar nicht beantworten konnte oder weil ich es gar nicht wusste. Die Frage, die wir drängt haben, ist, kann man euch auch so in der Freizeit besuchen kommen, aber auch zum Beispiel mit Schulklassen? Also, dass man mehr über die Tiere bei euch lernt. Gibt es da so Angebote? Also wir haben tatsächlich super, super viele Anfragen und deshalb, und wir sind alle berufstätig, das heißt, wir haben keinen offenen Hof oder keine Öffnungszeiten oder so, sondern wir können nur auf Anfragen reagieren und machen dann immer so ein paar Tage, wo wir einfach dann die Menschen einladen, die sich vorher angemeldet haben und dann können wir die Tiere zeigen und einen tollen Tag zusammen verbringen. Aber wir können es einfach nicht leisten, weil wir tatsächlich nicht auf dem Hof den ganzen Tag sind, dass wir sagen, kommt einfach vorbei. Aber schreibt uns gerne eine E-Mail und dann werdet ihr auf jeden Fall irgendwann eingeladen. Ja, falls ihr ein Newsletter habt, tragt euch da einfach ein. Da werdet ihr die Besuchertage ja auch definitiv kommunizieren. Oder folgt auf Instagram. Der Lebenshof hat ja auch ein Instagram. Da wird man ja auch definitiv sehen, wann die Besuchertage sind. Und da kann man auf jeden Fall ja dann einiges von euch lernen. Mega, mega cool, Joa. Danke für deine Zeit. Danke fürs Vorstellen aller Kühe. Ich freue mich Ja. schon, wenn der nächste Besuchertag ist. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, die mich total interessiert.
du arbeitest ja mit Wildtieren, die auch am Ende ausgewildert werden. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das wohl wäre, wenn ich meine Tiere irgendwann wieder auswildern müsste. Ich meine, das kommt jetzt nicht in Frage, weil ich jetzt quasi nur domestizierte Tiere habe, aber oder wir. Aber das ist tatsächlich ein Thema, glaube ich, da müsste ich total viel lernen, die Tiere auch wieder loszulassen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein Lernprozess, wo ich, glaube ich, bei Null anfangen müsste. Und habe da riesen Respekt, wenn du das kannst und wirklich auch loslassen kannst. Ja, also wir haben ja Wildtiere, Primaten, Tiere, die halt immer wieder ausgewildert werden, bis auf ein paar Ausnahmen, die halt einfach so verletzt sind oder auch so traumatisiert, dass es nicht geht. Zum Beispiel haben wir auf der Station hier einen Geier mit nur einem Flügel. Der lebt natürlich auch für immer bei uns. Ansonsten schon. Und es ist ja einmal die Phase, wo ich die Tiere aufziehe, so wie Bodhi, der jetzt gerade hier schläft und wir jetzt haben gerade. Und deswegen beißt er auf allem rum, was der in die Finger kriegt. Und diese Aufzuchtphase ist natürlich wahnsinnig intensiv. Man verbringt rund um die Uhr Zeit mit denen, man steht nachts auf. Und Step für Step ist es aber bei Primaten so, dass die sich auch von dir entwöhnen, ganz natürlich. Und der Entwöhnungsprozess ist natürlich auch ein Teil der Auswilderung. Und so kommt man so Step für Step besser damit klar. Ich glaube, wenn Bruni von einem auf den anderen Tag ich sagen müsste, so jetzt bist du der Freiheit, das ist schwierig. Und trotzdem ist die Auswilderung für mich das mit emotionalste. Das dauert bei Pavian 5 Jahre. Das heißt, man ist so erstmal die ersten 6 Monate rund um die Uhr mit ihnen. Dann noch ein Jahr betreut man sie immer auf den Bushwalks, die man auch sieht, wo ich immer mit ihnen in der Wildnis bin. Und dann fängt man ja schon Step für Step mit der Entwöhnung an. Und es ist so ein Lernprozess. Im ersten Moment denkt man immer, ich könnte sie nie loslassen. Aber gleichzeitig, wenn ich auf den Bushwalks bin und sehe, wie die Natur lieben, wie die Wildnis lieben, wie die abgehen in den Bäumen, wie die diese Freiheit genießen, dann würde es mir irgendwie mehr das Herz brechen, an ihnen festzuhalten, weil sie einfach so eine Sehnsucht nach dieser Freiheit haben. Und das spürt man irgendwann sehr, sehr schnell bei ihnen. Und wenn die dann ausgewildert werden und die Tore aufgehen, das ist so der, ich weiß gar nicht, das ist unbeschreiblich, das ist so der Moment zwischen, ich bin, habe noch nie so viel Liebe und noch nie so viel Trauer zugleich gespürt und man will weinen und man weiß nicht, weine ich jetzt gerade, weil es mir so weh tut oder weine ich gerade, weil ich mich so freue. Und ich glaube, es ist unbeschreiblich, aber man geht mit einer anderen Intention ja in die Arbeit rein und man sieht auch andere Tiere, also die Primaten, wenn man die einmal durch die Bäume ziehen sieht, wie die hüpfen, wie die springen, man könnte ihnen nie ein artgerechtes Leben schenken und nie das Glück und nie die Freiheit und deswegen glaubt man das. Sehr schön, ja. Mega spannend. Sehr, sehr cool. Also der Bodhi hat auch das ganze Live, wenn ich den jetzt auch vorstellen darf, gut durchgeschlafen. Bodhi ist auch erst 3,5 Wochen alt, also wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Pavian, dessen Mama aber auch leider auf so einer Farm erschossen wurde. Das heißt, hier gibt es viele Obstplantagen, da kommen die immer in Konflikte. Das heißt, die Tiere rauben das Obst, die machen die Bäume kaputt und dann ist das natürlich irgendwie der einfachste Weg, weil man eine ganze Gruppe sehr, sehr schnell vertreiben kann. Und so kam Bodhi jetzt vor 3 Wochen zu uns, noch ohne Zähne, irgendwie die Augen gerade aufbekommen und stellt unser Leben auf jeden Fall auf den Kopf. Und das Coole ist, er hat die letzten 2 Tage nicht mal 1 Stunde am Stück geschlafen, aber unser Leben hat ihm so gefallen, dass er, glaube ich, in den Tiefschlaf seines Lebens gefallen ist. Ja, das ist die beruhigende Wirkung der Kühe. Ja, ich brauche ein Kuhfoto, bitte. Ich Fotos runter und zeigt die ihm vom Einschlafen. Die brauchen die auf jeden Fall, denn die Tiere, die Affen sind ja mehr dieses ganz, ganz, ganz Lebendige. Und die Kühe sind diese Ruhe. Mega, mega, mega cool. Ich danke dir einfach von ganzem Herzen, wirklich, für diesen Fangirl-Moment, für das Teilen. Ja, ich danke dir. Schön, dass es geklappt hat. Ich verlinke auf jeden Fall alles hier unten. Ich freue mich, wenn wir uns auf einem Besuchertag sehen. Und ich schicke dir wirklich eine ganz, ganz große Herzumarmung, ganz, ganz viel Anerkennung für deinen Weg, für das, was du machst. Und sag einfach nur tausend, tausend Dank, dass es dich gibt. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Mega schön. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns. Und drück jede einzelne Kuh bitte von mir. Das mache ich. Ganz liebe Grüße an alle. Mach ich. Mach's gut, Jo. Tschüss. Ciao, ciao.
Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin hin und weg. Falls du die Chance hast, das Video zu sehen, wirst du auch sehen, dass Joa und ich wirklich so viel tierische Unterstützung haben. Und Joa ist wirklich für mich einer der Menschen, die ich total bewundere, die ich absolut liebe, dessen Instagram-Account ich suchte, obwohl ich mich ja privat eigentlich nicht so auf Instagram rumtreibe. Und einfach ein Mensch, dessen Lebenshof, beziehungsweise dem Lebenshof, wo er auch dazu beiträgt, wo er auch Teil davon ist, wirklich, der so unterstützenswert ist. Und allgemein auch nochmal hier, wenn du die Chance hast, wenn du die Zeit hast, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich, dann schau auch, ob du in Deutschland mithelfen kannst, ob du hier in Deutschland aktiv werden kannst, wie du dich auch hier als Tierschützerin oder Tierschützer beteiligen kannst. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Lebenshof, wo du spenden kannst, wo du mithelfen kannst. Also sei da auf jeden Fall wachsam, sei da aufmerksam und du kannst natürlich aber auch bei uns im Ausland mithelfen, in verschiedenen Primatenprojekten. Du kannst auch uns mit Spenden unterstützen und hier noch zwei wichtige Hinweise für alle Familien, für alle Mamas und Papas, die gerade zuhören oder für alle, die natürlich Familien kennen. Am kommenden Montag, am 15.08. wird mein erstes eigenes digitales Kindermagazin erscheinen und es ist digital, es ist kostenfrei, es ist für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Du findest alles auf der Vereins-Homepage von uns Affenstark e.V. und teile es wirklich mit Menschen, feier das am Montag mit uns. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und tierig und ja, das war die erste wichtige Sache und die zweite wichtige Sache ist, dass du dich, wenn du auch mutig deinem Herzen folgen möchtest, jetzt ganz schnell auf die Warteliste für meinen Online-Kurs Keep Yourself Wild setzen darfst. Denn der Online-Kurs ist ja Ende Juli mit über 100 glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geendet. Wir hatten so coole Menschen dabei. Menschen, die sich einfach für den Vogelschutz, für den Delfinschutz stark machen wollen, die nachhaltige eigene Unternehmen gründen, die aber auch einfach nur mehr zu sich selbst finden wollen und wieder mehr an ihre Balance kommen, sich wieder besser abgrenzen konnten, besser gelernt haben, mit ihrem Zeit- und Energiemanagement umzugehen. Und Keep Yourself Wild ist einfach der Kurs, der dich wieder mit dir verbindet, denn es beginnt alles mit dir, mit einer liebevollen Beziehung zu dir selbst, wo du lernst, für dich einzustehen, das zu sagen, was wirklich deinen Werten entspricht, deine eigenen Emotionen und Gefühle zu verstehen und wieder ganz liebevoll und achtsam mit dir bist, um dich selbst so zum Ausdruck zu bringen, wie du bist. Und falls du da Lust hast, dich selbst auszuwildern, falls du da Lust hast, einfach für dich einzustehen, dann trag dich auf die Warteliste ein. Der Kurs wird seine Tore bald nochmal öffnen und um das Early Bird Special nicht zu verpassen, schreib dich auf die Warteliste. Ich kann es dir nur ans Herz legen und genau, das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich bin einfach in so einer Happy-Glücks-Energie nach diesem Gespräch mit Joa. Hoffe du auch. Ich hoffe, es geht dir gut und ich gebe dir eine riesengroße Herzensumarmung. Sei frech wie ein Affe und keep yourself wild. Deine Michi.